Leider Gottes muss man sagen, dass es versucht wird, Yvonne Wölke zu zerstören hier. Ja? Also hier wird schon auch wirklich in schmutziger Wäsche gewühlt. Es wird ja ein Privatdetektiv sogar auf Yvonne Wölke engagiert, ja, um zu schauen, ob sie irgendwelche dreckige Wäsche in der Vergangenheit gewaschen hat, irgendwelche Sexbranchen Background gehabt hat, möglicherweise, was zum jetzigen Zeitpunkt einfach ein Versuch ist, irgendwas zu finden, um irgendwas zu zerstören da bei ihr und so weiter. Also das ist auf jeden Fall der Fall. Schaut mal, ja. Es wird sogar bezahlt dafür, dass jemand in die Schranken gewiesen wird, der Herrscher und drei der Schwerter. Und hier sehe ich aber, dass es ihr sogar ziemlich gut tun wird. Interessanterweise, also anscheinend wird nichts gefunden werden. Und wenn irgendwas gefunden wird, was weiß ich, ja, also ich habe jetzt nicht geschaut, ob irgendwie Yvonne Wölke in der Sexbranche tätig war. Das maße ich mir jetzt nicht an, ja. Was ich aber einfach sehe, das wird eine gute Publicity für Yvonne Wölke schlussendlich, interessanterweise, ja. Also auf jeden Fall tut es mir sehr leid, dass jemand durch eine Scheidung durch muss. Ich verstehe da total den Schmerz von Iris, aber ich weiß halt nicht, ob das vielleicht so die richtige, feine Art ist, das so zu machen, ne? Ich wünsche euch was, vielen Dank und schaut euch gerne diese Videos an. Ich mache auch mal was über Politik, dies, das, jenes. Dann könnt ihr mich auch ein bisschen verifizieren und könnt auch sehen, ob ich Dinge vorausgesagt habe, okay? Michelle Direll, ciao, ciao. Und wenn ihr eine persönliche Beratung haben möchtet, ich berate mit den Karten zu allen Themen. Und habt eine Infomail, die ist kostenlos und unverbindlich natürlich. Könnt ihr einfach anfordern. Ich hab euch lieb. Bis dann. Wünsche euch einen schönen Tag.